Drachen gehören wohl zu den beliebtesten Pokémon überhaupt. Und ich weiß nicht, ob es an der Vielfältigkeit liegt, denn wir haben Palmen, Äpfel, Brücken oder ob gewisse Pokémon den gesamten Typen einfach pushen. Quasar. Naja, in jedem Fall öffnen wir heute so lange stürmische Funkenbooster, bis wir insgesamt 20 Drachen-Pokémon gezogen haben. Und damit begrüße ich euch natürlich zum Drachenwandel 2.0 Opening. Also, naja, zumindest wurde das Set ja vorweg mal so betitelt. Wobei ich auch nicht weiß, ob das stürmische Funken-Set damit gemeint war oder auch zeitweise das neue prismatische Entwicklungen-Set. Ich glaube, okay, Leute, ich merke schon wieder, ich schweife zu sehr ab. Ich wollte eigentlich nebenbei schon wieder 5 Booster hier geöffnet haben. Aber ich habe das Thema schon wieder zu sehr angeschnitten. So, wie gesagt, ich glaube, beide Sets teilen sich so ein bisschen die Titel oder wollten sich so ein bisschen den Titel teilen. Denn Drachenwandel 2.0 war ja quasi auf, ich glaube, mehr auf die Evolutions bezogen als auf die Drachen per se. Okay, Leute, ich muss mich, falls ich jetzt so ein bisschen unkonzentriert wirke, ich habe ein bisschen Probleme damit, darauf zu achten, was jetzt als Drachen-Pokémon gilt, weil... Vorweg will ich nochmal sagen, wir nehmen hier jedes Drachen-Pokémon mit. Wir nehmen nicht nur jede Karte mit, die als Drachenkarte gilt, sondern wir nehmen jetzt hier auch... Was ist hier sonst noch so drin? Eine Keilflamme haben wir, glaube ich, drin. Das ist ja ein Drachen-Pokémon, aber hier als Feuertypus drin. Das heißt, das zählt auch, weil sonst wird es ziemlich lange dauern, bis wir hier auf 20 Karten kommen. Deswegen starten wir jetzt rein in das erste Booster. Und wie gesagt, also wir haben hier Latios. Ne, geht schon mal ganz gut los, haben wir natürlich als Drachen-Pokémon. Und dann haben wir natürlich auch noch Koraidon direkt hinterher, damit haben wir schon 2 an der Zahl. Und ja, Drachenwandel 2.0 ist am Start und wird nächstes Jahr auch noch am Start sein, denn, wie gesagt, das Evolution-Set und Stürmische Funken, ich glaube, beide gelten zusammen so ein bisschen als Drachenwandel 2.0. Ne, wir haben hiermit schon mal den Drachen-Part abgearbeitet, wenn man so will. Und nächstes Jahr arbeiten wir also mehr als den Evolution-Part ab, weil ich glaube, die wird, das Set wird mehr Evolutions drin haben als Drachenwandel selbst. Und ja, ich glaube, das freut uns alle, wenn wir hier weiter... Was ist geiler als Drachen und Evolutions? Also, für wahrscheinlich nicht für alle, aber okay, wir haben ja schon mal noch bei Keilflamme drin. Das haben wir ja eben schon mal genannt. Damit haben wir schon mal 3 an der Zahl. Weil wie gesagt, würden wir jetzt nur die reinen Drachenkarten zählen, würde das übel lange dauern. Und also hätte ich jetzt per se nichts dagegen, aber wollte halt auch irgendwann nochmal aufhören. Und naja, ewig geht das Display hier jetzt auch nicht. Dementsprechend hoffe ich, dass wir uns alle auf dieses Thema einigen können. So, aber, Freunde. Drachen-Pokémon, jawohl, da haben wir nochmal Altaria. Drachen-Pokémon sind natürlich, wie eben schon gesagt, okay, Vibrava haben wir natürlich auch und wir haben einen Milotic EX. Okay, ist tatsächlich kein Drachen-Pokémon, auch wenn es ein bisschen vielleicht danach aussieht. Aber Milotic EX ist natürlich ein reines Wasser-Pokémon mit den funkelnden Schuppeln und dem Hypno- Spritzer. Und damit, ja, auf dem Weg zum Ziel wollen wir natürlich auch sehr, sehr coole Karten mitnehmen. Und ich finde, das Milotic erfüllt das schon mal eigentlich ganz gut. Ja, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, so wie hier zu sehen, einen Latias als Beispiel zu ziehen. Also wir haben natürlich auch super viele Drachen-Pokémon, die hier als Hit gelten. Und ja, vielleicht, also ich gehe stark davon aus, dass wir vielleicht das ein oder andere nochmal auf dem Wege hier rausholen können. Okay, wir haben nochmal Vibrava, ja. Ist okay. Dann haben wir Klavion, Krokel. Dann haben wir Lumiflora, dann haben wir ein Schlappfell. Auch natürlich Drachen-Pokémon wie das Koraidon. Okay, ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir das Thema schneller fertig bekommen hier heute, als vielleicht doch angenommen. So, wir haben Zarude, wir haben ein Knabon und wir haben Pikachu in Full Art. Oh mein Gott! Okay, da denkt man schon einmal nicht an Pikachu, ne? Um dass sich das halbe Set hier dreht, schon ziehen was. Okay, mit dem resoluten Herz. Okay, also ich hab das Pikachu in diesem Set auch schon sehr in mein Herz geschlossen, auch wenn ich es bisher noch nicht so oft gezogen habe.
Aber okay. Yo, damit habe ich gerade tatsächlich nicht gerechnet. Ja, und dann kam es auf einmal. Wie gesagt, sobald man sich mal wieder auf was anderes konzentriert, ne, da ist, fühlt sich das Pikachu schon wieder direkt vernachlässigt. Okay, hat auch noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. So, wollen wir noch mal wieder zum Thema zurückkommen, und zwar Drachen. Leute, ich stelle euch heute die wohl einfachste, aber wahrscheinlich auch schwierigste Frage, die man stellen kann. Okay, wir haben Vibrava. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon bei der Hälfte angekommen sind. Ich glaube noch nicht. Und zwar, Leute, welches ist euer Lieblingsdrachen-Pokémon? Wie gesagt, ich glaube, es könnte für die einen die einfachste Frage sein, für die anderen die schwierigste. Denn, naja, ich meine, die einen denken jetzt vielleicht, okay, habe ich. Gar kein Problem, das und das ist mein Lieblingsdrachen-Pokémon. Und die anderen denken sich, es gibt so viele geile, wie, also ich zähle unter genau diese Leute. Es gibt so viele coole Drachen-Pokémon, da kann man sich halt super schwierig entscheiden. Aber vielleicht, wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren gern wissen, welches ist euer liebstes Drachen-Pokémon. Ich kann euch mein eines gar nicht nennen. Okay, wir haben auf jeden Fall nochmal ein Knappfell. Dann haben wir ein Duraludon. Ich muss mal gleich kurz einen Zwischenstand machen, weil es wird schon super schwierig, jetzt gerade hier mitzuzählen. Ja, wie gesagt, also ich kann euch mein eines gar nicht nennen. Ich konnte es jetzt auf ungefähr 3 bis 4 begrenzen. Und selbst das ist mir schon schwierig gefallen. Okay, wir haben ein Dynalos. Auch nochmal ein Drachen-Pokémon. Und zwar, ja, fällt meine Auswahl tatsächlich relativ unkonventionell aus. Denn, also Viskogon gehört mit zu meinem Lieblingsdrachen-Pokémon. Ja, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so, naja, fällt jetzt nicht unter den Hauptlieblingsdrachenmons. Naja, Viskogon, dann habe ich noch Uhafnir. Also Viskogon, glaube ich jetzt so durch ein Anime, ich mochte das Vieh vor... Das Vieh vor allem. Ich mochte das Pokémon vorher schon sehr. Und durch den Anime hat das tatsächlich nochmal stark zugenommen. Sage ich jetzt mal so. Dann haben wir Uhafnir. Uhafnir einfach wirklich, wirklich cool. Alleine vom Design her mega. Und ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht mal mehr so viel zu sagen. Ich mag allgemein diese schnittigen... Also diese, ja, wie sagt man so, diese schlanken, schnittigen Pokémon allgemein, die ein bisschen schneller unterwegs sind auch, ja, weiß ich nicht, habe ich ein Herz für. Viskogon hatte einfach von vornherein so Sympathie bei mir, deswegen konnte ich das irgendwie nicht abstreiten. Und dann haben wir noch ein Libeldra EX. Okay, ich glaube, Libeldra tatsächlich auch immer irgendwie so... Ja, ich glaube, Libeldra ist immer so kurz davor, ein Lieblingsdrachen-Pokémon zu sein, aber es fehlt irgendwie immer noch was. Der hat halt nie so dieses letzte Etwas, was Libeldra zu einem Lieblingsdrachen-Pokémon macht, glaube ich. Ich mag Libeldra sehr, aber es gehört bisher nicht zu meinen Lieblingen. Und ja, ich glaube, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach dem Zwischenstand. Ja gut, es fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was, deswegen können wir hier mal ganz entspannt weitermachen. Ja, und als letztes, Leute, als letztes habe ich mir noch die beiden, also wenn wir jetzt so in die Legi-Sparte nochmal reinrutschen wollen, dann habe ich mir nicht Rayquaza dazu erkoren, sondern tatsächlich Kyurem White. Weil Kyurem White sieht einfach so ultra geil aus, da kann man, also... Ich weiß nicht, Kyurem Black and White, oh mein Gott, wir haben die Nachtrage in Gold Rare. Alter, da habe ich tatsächlich über diese Karte habe ich heute noch nachgedacht, weil ich sie, glaube ich, als Goldkarte gesehen habe bei Card Market oder so. Und dann fiel mir erst auf, dass diese Goldkarte hier in diesem Set ist und Nachtrage natürlich eine enorm spielstarke Karte. Deswegen nehmen wir die gerne mit und es ist heftig, was wir heute so unterwegs noch alles mit einsammeln. Denn wir haben jetzt schon Pikachu in Full Art. Dann haben wir die Nachtrage in Gold. Das sind, glaube ich, echt nicht Karten, die man so von der Bettkante stößt, ne? Gut. Also allgemein von der Bettkante, okay. Irgendwie bringe ich heute ein bisschen was durcheinander. Aber okay. Ja, Kyurem Black and White.
super Design, technisch geile Pokémon. Das ist echt nicht mehr normal. Deswegen, also dafür mir die Entscheidung tatsächlich gar nicht mal so schwer. Ja, und als letztes, dann gehen wir nochmal in die Mega-Entwicklungsreihe rein. Da haben wir nicht Tortonator, aber dann haben wir Mega Gewaldro. Und Mega, also Gewaldro schon immer eines meiner Lieblingshöhenstarter gewesen. Oder der Lieblingshöhenstarter. Dementsprechend hat er glücklicherweise bei den Mega-Entwicklungen auch den Drachentypus dazu bekommen. Ja, und deswegen darf ich den jetzt auch mit zu meinen Lieblingsdrachen-Pokémon zählen. Weil, naja, als hätte ohne Mega-Entwicklung würde es halt nicht gehen. Dementsprechend konnte ich es jetzt auf diese vier begrenzen. Und ich finde, das ist, ja, wie gesagt, tatsächlich keine so konventionelle Auswahl. Aber, wie gesagt, lasst mich gerne wissen, welches sind eure Lieblingsdrachen-Pokémon. Oder vielleicht habt ihr auch nur eins. Und, ja, ihr könnt natürlich anhand des Like- und des Abo-Buttons natürlich auch viel Liebe für Drachen-Pokémon allgemein nochmal dalassen. Deswegen, wenn ihr Drachen-Pokémon-Fans seid, einfach mal gerne Like und Abo dalassen. Da würden sie sich wahrscheinlich sehr drüber freuen. Und ich glaube, wir sind, entweder sind wir jetzt beim Ziel angekommen oder gleich. Ja gut, so ein paar Packs gehen wohl scheinbar noch, ne? Also, da könnte jetzt dann doch nochmal was dabei sein. Ja, ich finde Drachen-Pokémon allgemein, die Vielfältigkeit macht es halt auch, aber auch die, naja, Vielfältigkeit und die Konstanz, dass es halt so, also so offensichtliche Drachen-Pokémon gibt, eine Viraquaza als Beispiel. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Okay, wir haben Flamingo EX. Ja, aber jetzt glaube ich, habe ich jetzt glaube ich schon, also ich habe auch offscreen mein Display geöffnet. Habe ich das auch schon gezogen? Ich glaube, Flamingo habe ich bisher in jedem Display drin gehabt. Ist jetzt mittlerweile nichts mehr Besonderes und auch nicht mein Drachen-Pokémon, deswegen lassen wir es da jetzt einfach mal so stehen. Wenn Flamingo immer gerne dabei sein will, kann es das ruhig tun. Wollen wir dem keinen Abbruch tun, ne? So, wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf die letzten drei Drachen, müssten es jetzt noch sein. Wir haben den Surfer, wir haben das Registeel, wir haben Valvereiser, Togetic. Oh, wir haben Formio in der Sonnenform in Illustration Rare. Boah, das ist echt eine schöne Karte. Die gucken wir uns tatsächlich nochmal kurz an, denn ich weiß gar nicht, wann mir das mal aufgefallen ist, aber wir haben hier die komplette Paldea-Region abgebildet. Wir haben hier quasi die Regenform, ich glaube, die nennt man so, ne? Also die Regenform mit so einer riesen Gewitterwolke über quasi dem Start der Paldea-Region. Dann haben wir hier links, ich sage es mal die, boah, wie hieß die Stadt denn, wo man den Psycho-Orden bekommt? Dann haben wir hier in der Mitte die Zone 0 auf jeden Fall, ne? Da oben haben wir die Winterregion mit dem Montanata oder Mount Montanata, ich weiß es gerade nicht mehr ganz, wie man ihn nennt. Passenderweise ist da natürlich auch die Schneeform drüber und lässt es da ordentlich schneien. Ja, und da in der Mitte über der Zone 0 ungefähr ist auch das diese normale Form. Deswegen, diese Karte finde ich sehr, sehr cool, weil man hier sehr viel drauf entdecken kann. Quasi die komplette Map nochmal. Und sowas ist eigentlich immer sehr, sehr schön, wenn da sehr viele Details verarbeitet sind. Nochmal ganz kurz am Rande jetzt nochmal so eine krasse Karte gezogen, weil, ja, wie gesagt, da möchte man, die Karte möchte man nicht einfach beiseite legen, wenn die Karte dann doch mehr zeigt. Und da wirklich ein bisschen Liebe reingesteckt wurde, kann man da schon auch nochmal Liebe zurückgeben. So, für heute Liebe genug gehabt. Wir konzentrieren uns nochmal auf die anderen liebenden Pokémon hier. Wir haben Sproxy und wir haben das schwarze Kyurem in Full Art. Yo, okay. Davon haben wir gesprochen. Also sorry, schwarzes Kyurem, dass ich jetzt eben so von dem Weißen geschwärmt habe. Aber diese Karte ist so enorm geil. Also, ich mag die schwarze. Das schwarze Kyurem ist nicht viel weniger als das Weiße. Die gehören, also habe ich beide mein Herz geschlossen. Deswegen sehr, sehr cool, dass wir das jetzt nochmal mitgenommen haben. Alter. Und ich glaube, uns fehlen jetzt noch zwei. Denn wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Packs Gornix dabei gehabt. Oh mein Gott.
dass wir heute dann so coole auch nochmal dabei haben. Also, ne, Libell3X, dann haben wir das schwarze Kyurem in Full Art. Das wollte ich auch noch, also das wollte ich auch unbedingt ziehen, war eine meiner Chase-Karten hier in diesem Set. Oh, und da schimmert schon die Profi-Energiesuche durch. Das ist natürlich auch eine der etwas guteren, also besseren Ass-Klasse-Karten hier in diesem Set. Dann haben wir Funpi und ein Terrapagos. Okay, irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehe. Deswegen gucke ich teilweise nochmal die gezogenen Karten durch. Aber ich glaube, ich habe hier, oder meinem Auge ist hier jetzt kein Drache entflogen. Okay, wir haben eine Seemops, wir haben einen Chillingel, ein Ignivor, dann haben wir nochmal Moruda, Levi, der Drachentrainer auf jeden Fall. Dann haben wir Seemops, ein Ignivor noch in Reverse und Gastrodon. Ja, irgendwie anfangs hat uns dieses Thema gut Hoffnung gemacht, dass wir auf die 20 kommen. Aber so langsam lässt das hier schon rapide nach, ne? Na gut. Ich denke mal, also sind noch gut Booster übrig. Ich denke mal nicht, dass wir heute das komplette Display wegrippen. Aber, also, so langsam denke ich mir so, Drache erwache. Und dann, okay, nochmal ein Dialga. Genau, ich wollte nämlich schon sagen, also Dialga und Palkia, wir haben ja natürlich auch sehr viele Coverlegis dabei. Dialga gehört natürlich dazu. Und ich finde, so ein guter Abschluss wäre jetzt auch einfach nochmal, wenn wir Palkia ziehen würden. Oder Latias. Also Latias würde ich mir eh nochmal wünschen. Habe ich, glaube ich, das eine Mal schon gesagt. Aber so Palkia wäre doch nochmal ein guter Abschluss jetzt hier, oder? Komm, wir haben Dicta Bubungus, dann haben wir Ramot, dann haben wir ein Togepi. Terrakristall Orb. Okay, wir haben Drapfel. Ja, damit haben wir unser 20. Dragon-Pokémon gezogen. Und maybe ziehen wir dann doch nochmal Palkia. Maybe nicht. Okay, wir haben echt noch toll. Ja gut. Ist eine Holo und ey Leute, ich bin definitiv super zufrieden mit der Ausbeute heute. Also alleine schon wegen Pikachu und der Nachttrage tatsächlich. Und ja, ey, das schwarze Kyurem auch mega geil. Vor mir auch super schön. Ey, allgemein sehr, sehr cool. Auch, dass ihr eingeschaltet habt, freut mich sehr. Deswegen gerne Like und Abo noch da lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir bis zum Jahresende 2000 irgendwie noch voll bekommen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.